Es ist Freitag, der 3. Juli 2020. Und wenn sich die Nebel lichten, wäre ich hier den Kalkkögeln ganz nahe. Ich werde ein bisschen warten. Die Blumen in der Nähe kann ich filmen. Die Berge in der Ferne. Leider nicht. Ich bin auf einer Höhe von genau 2000 Metern. Einen kleinen Bergsee gibt's auch. Wie sich die Kalkkegel bei schönem Wetter in diesem See spiegeln, muss ich in einem Foto zeigen. Ich kann nicht warten, bis sich die Nebel lichten. Heute nicht mehr. Am Weg hinunter komme ich vorbei. An diesem Kunstwerk. Nach der Hälfte des Weges bin ich immer noch hoch über dem Tal. Es sind insgesamt mehr als 1000 Höhenmeter. Und laut Wetterprognose sollte jetzt abends die Sonne scheinen, aber wie man sieht, verschwindet die Stadt Innsbruck im Nebel. Links unten die Flughafenpiste, rechts hinten der Inn. Es ist Donnerstag, der 23. Juli 2020 und heute kann ich von Osten auf die Stadt Innsbruck schauen. Vor 3 Wochen war ich auf dem Bergrücken ganz links hinten im Bild. Ich bin im östlichen Mittelgebirge in der Nähe von Aldrans. Da kommt der Kirchturm ins Bild. Rechts dahinter schaut gerade noch ein bisschen die Serles heraus. Und noch weiter rechts hinten ist der sogenannte Habicht, aber der ist in Wolken.
Und da kommt der Innsbrucker Hausberg ins Bild, der sogenannte Batschakofel. Das Eis in der letzten Eiszeit war höher wie der Berg, also ist der Berg vom Eis so rund gehobelt worden. Nur die Berge, die gerade so aus dem Eis herausgeschaut haben, wie jetzt links hinten der Glungetzer, sind spitz geblieben. Wir schwenken weiter ins Unterinntal. Und da kommen die sogenannten Ambassadürme ins Bild. Der linke Turm steht auf einem Hügel und soll die Kirche von weitem größer erscheinen lassen. Hierdurch geht auch die alte Römerstraße über den Brenner. Die hat die Stadt Innsbruck, die heutige Stadt Innsbruck, links liegen gelassen. Der Berg in Wolken ist der Bettelwurf. Am Hang rechts Tower, links Ruhm. Links darüber die Ruhmer Spitze, jetzt in Bildmitte. Und die übrige Nordkette. Jetzt in Bildmitte die sogenannte Seegrube mit dem Hafele K rechts darüber und ganz links das Brandjoch. Und daran anschließend der Hechenberg über der Martinswand. Am unteren Bildrand Schloss Ambras. Und links hinten wieder der Bergrücken von vor 3 Wochen. Rundum Panorama an dieser Stelle abgeschlossen. Ich wandere weiter zum Badesee meiner Kindheit, den sogenannten Lanzersee. Ich erleichtere mir den Weg und fahre eine Station mit der Straßenbahn. Die Fahrt von der Stadt durch den Wald hier herauf. Da kommt sie daher. Thank you.
ich gehe wieder zu Fuß weiter. Es geht vorbei am sogenannten Mühlsee, aber der hat als Badesee schon bessere Zeiten gesehen. Wegen zu großen Andrang war irgendwann die Wasserqualität zu schlecht und musste als Badesee gesperrt werden. Und da fährt ja die Straßenbahn direkt dran vorbei. Also war der See zu leicht erreichbar. Blütenpracht entlang des Weges. Ende Juli. Der Blick über Land ist auch möglich. In dem Fall Richtung Stubaier Gletscher. Am Weg liegt auch das sogenannte Lanzer Moor. Der steht heute unter Naturschutz. Der Deich, wollte ich sagen. In meiner Jugend konnte man sich drin baden und danach im Lanzer See den Morast wieder vom Körper waschen. Auch das war nur in meiner Jugend möglich. Schade, dass sich die Wasseroberfläche so kräuselt. Das ist nämlich ein Schwarm kleine Goldfische.
Ich gehe weiter zum Lansersee. Das sind nur 5 Minuten. Gleich hier draußen. Über dem See angekommen. Vor 70 Jahren und mehr haben meine Eltern und ich damit zum Inventar von diesem See gehört. Von März bis September. Bei schönem Wetter natürlich. Der Platz unter dieser Birke links war unser Stammplatz. Der Lansersee ist nicht nur ein Eldorado für Menschen, sondern auch für Karpfen. Seit mehr als 60 Jahren wird das abgestorbene Wasser vom Grund des Sees abgepumpt und damit wird die Wasserqualität bis heute erhalten. Die alte Bretterbudenromantik über dem Wasser, die gibt's leider nicht mehr. Wie in meiner Kindheit verabschiede ich mich mit Wehmut. Ich fahre wieder mit der Straßenbahn. Die Endstation ist das Dorf Igls, ein Stadtteil von Innsbruck, und die Bahn ist im Volksmund die Igler. Vor 100 Jahren waren hier tatsächlich Dampfloks am Weg. Die hat man dann ja gar nicht überhören können. Hier ein Foto aus dem Jahr 1932 im Bahnhof Igls.
Wie man sieht, ist das keine Straßenbahn, sondern eine Waldbahn. Endstation der Bahn ist am Stadtrand, gleich unter der Sprungschanze. Also kann von Straßenbahn keine Rede sein. Wir befinden uns im Stadtteil Wilten. Das ist die Basilika Wilten. Und das die Stiftskirche vom Stift Wilten. Der Eingang wird bewacht von den beiden Riesen Thyrsus und Haimon, die sich der Sage nach bekämpft haben. Die Stiftskirche innen. In der Dachgalerie, aus Sicherheitsgründen, nur schwer und gegen Voranmeldung erreichbar, befindet sich eine der wertvollsten Ikonensammlungen der Welt. Die Russen wären froh, wenn sie sie hätten. Wir besuchen auch die Basilika.
Wie wir gesehen haben, ist die Basilika Wilton eine schöne Rokokokirche. Rechts hinten die Stiftskirche. Links hinten der Bettelwurf. Das war mein Ausflug in die Umgebung oberhalb von Innsbruck und unterhalb vom Batschakofel. Ich fahre heim. Die Bahnlinie nach Seefeld ist auch über 100 Jahre alt. Dort ist aber nie eine Dampflok gefahren. Die wurde von Beginn an für Elektrobetrieb gebaut. Sie wäre für Dampfloks zu steil. Und sie war die erste elektrifizierte Bahnstrecke der Welt mit fahrplanmäßigem Betrieb. Ich verabschiede mich von Wilton. Hier habe ich die ersten 18 Jahre meines Lebens verbracht.